Also entweder müssen die Rentner weg oder die Ansprüche der Rentner müssen weg. Diese einfache Analyse mache ich, nachdem ich diesen Beitrag hier gelesen habe. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnt: Rentensystem in 5 Jahren nicht mehr finanzierbar. Unser Rentensystem vor dem Kollaps. Und ich lasse mich zu einer ganz krassen Aussage hinreißen, nämlich entweder wir werden die Rentner los oder wir werden die Rentenansprüche unserer Rentner los. Und dieser Rainer Dulger hat mehrere Interviews gegeben, eines darunter zum Beispiel in der Bild und hier noch eine Zusammenfassung jetzt im Spiegel, nicht im Spiegel, im Fokus. Und der hat im Grunde nur das artikuliert, was unsere Politiker und eigentlich jeder, der sich mit Wirtschaft auseinandersetzt, schon lange weiß. Nämlich, ich lese jetzt einfach mal vor: Politiker können versuchen, die Realität auszublenden. Vorwegzulaufen können sie aber nicht. Darauf weist der BDA-Präsident deutlich hin. Auf 100 Beitragszahler kommen derzeit 50 Rentner. In 15 Jahren werden 100 Beitragszahler auf 70 Rentner kommen. So, ich möchte jetzt nochmal kurz mit dir eine Zusammenfassung machen, wie das aktuelle System in Deutschland ist, was die Probleme sind, wie es in anderen Ländern denn funktioniert, was die bittere Konsequenz ist und wie eine Lösung ausschauen kann. Also, du weißt, dass wir ein Umlagesystem haben, das heißt, dass die Jungen die Alten zahlen. Das war damals nach dem Zweiten Weltkrieg auch irgendwie notwendig, weil die Alten, die haben nichts erspart gehabt, somit mussten diejenigen, die für die Wirtschaftskraft in Deutschland quasi gehalten haben, die mussten quasi einen Teil abgeben, um die Alten zu versorgen. Das war damals auch sicherlich wahrscheinlich die beste Lösung, die es damals gab. So, das hat aber dazu geführt, dass die Leute, durch das, dass sie eben älter geworden sind, genau dieses Problem kommt, dass immer weniger Leistungsträger die immer mehr werdenden Rentner finanzieren müssen. Und jetzt schauen wir uns zuerst einmal eine Grafik an, nämlich die sogenannte Bevölkerungspyramide. Das ist das, was jeder Realschüler, jeder Abiturient oder so mal gesehen hat oder gesehen haben sollte. Und das ist die Situation in Deutschland. Jetzt gibt es da verschiedene Begriffe. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, wie die Begriffe heißen. Schreib es gerne in die Kommentare, wie wir jetzt das nennen. Aber was wir hier sehen, ist, dass wir hier die sogenannten Babyboomer haben. Das waren diese geburtenstarken Jahrgänge, so um die 60er Jahre. Und dort war es so, dass wir extrem viele Kinder hatten. Und diese Kinder haben damals in den letzten, ich sag mal, ja, roundabout 40 Jahren, als sie dann arbeitstätig, erwerbstätig wurden, natürlich die damalig alten Leute dann finanziert. Das ist gegangen, hier siehst du schon, das waren damals, klar, hier sind natürlich schon auch welche gestorben, aber quasi ein breiter Boden und eine feine Spitze am oberen Ende. Jetzt ist es so, dass der Boden hier unten immer weniger wird und hier oben natürlich immer mehr Leute dann in in das Rentensystem dann aktiviert werden, die dann die Rente wollen. Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Bauch, das sind die Kinder der Babyboomer. Ist natürlich klar, wenn ich mehr Eltern, potenziell Eltern habe, habe ich auch potenziell mehr Kinder. Und dann wird es immer weniger. So, jetzt müssen wir noch eines dazu sagen. Das will ich ja niemals verschweigen, denn es ist ja eines wichtig, was wir gerade haben. Wir haben nämlich die Situation, dass wir hier gerade in diesem Bereich hier, also das sind jetzt quasi die Menschen im Alter von 0 bis, ich sage jetzt mal, 20, 30, ja auch ganz viele Leute dabei haben, die zum Beispiel vor 10 Jahren noch gar nicht in Deutschland gelebt haben. Die müssen aber trotzdem die da oben zahlen. Jetzt sage ich aber, und das ist ein nicht unerheblicher Personenanteil bei uns, dass diese Leute jetzt gerade 2015 oder die jetzt wieder ins Land kommen, eben keine CNC-Fräser oder Herdschirurgen sind, sondern die leben auch vom Staat. Und auch unter diesen Personen, die hier drin sind, jetzt sagen wir mal hier, realistisch ab 20 bis 40 vielleicht, so in diesem Bereich drin, dort darf man auch nicht unterschätzen, wie hoch der Anteil an Menschen ist, die vom Staat gezahlt werden, direkt oder indirekt. Das heißt, es gibt Firmen wie zum Beispiel Fraunhofer, die ja natürlich indirekt auch von Staatsaufträgen leben, nicht nur, sondern auch. Und viele, die wohl direkt im Staat angestellt sind. Das heißt, das sind ja alles Leute, die keine Mehrwerte erschaffen, die das Ding da oben zahlen können. Ja? Also, das ist die Situation. Und das ist das Problem. Und das ist bekannt. Und dadurch, dass das ein riesengroßer Anteil ist der Wählerschaft, hier siehst du, das sind nicht wenige,
und die sind davon ja auch indirekt betroffen, nämlich die wollen auch irgendwann in Rente gehen, wäre es für die Politik natürlich jetzt richtig schwierig, wenn sie sagen würden, hey, wir müssen die Rentenreform mal durchziehen, wir müssen eine Rentenreform machen, weil so kann es nicht weitergehen. Das Einzige, was die Politik vor 20 Jahren mal versucht hat, ist eine Maßnahme, wo ein Herr Carsten Maschmeyer verdammt viel Geld gemacht hat, nämlich die private Rentenvorsorge zu forcieren. Das hat aber im Grunde nur einen reich gemacht und das war der Carsten Maschmeyer. Ja, sage ich jetzt mal so. Denn das waren damals diese sogenannten Lebensversicherungen. Und genau die Leute, die hier gerade da drin sind, und natürlich auch dies davon, sind davon betroffen, von diesen sogenannten Lebensversicherungen, was extrem toxische Anlagen sind, die im Grunde jetzt bei der Inflation natürlich jetzt auch ins Leere laufen. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, der Staat oder das Rentensystem kann die nicht mehr halten, wird die niemals halten können und die private Vorsorge durch Lebensversicherungen können wir komplett vergessen, weil durch die Inflation werden Lebensversicherungen auffressen. So, wir schauen uns jetzt erst einmal noch ein, zwei andere Länder an, bevor wir mal ein Fazit ziehen, wie es weitergehen könnte. Und hier haben wir natürlich auch sehr interessant die Bevölkerungspyramiden der verschiedenen Länder. Hier sehen wir zum Beispiel die junge Bevölkerung, die ist hier relativ konstant, leicht abnehmend vielleicht. Was auf jeden Fall abnehmend ist, ist die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Das sind nicht die Leute, die arbeiten. Ich spreche jetzt konkret zum Beispiel von den C&C-Fräsern von 2015. Die sind auch im erwerbsfähigen Alter. Du musst dir nur die Frage stellen, ob genau diese Leute unser Rentensystem und unseren Staat finanzieren können, weil sie überhaupt eine, sagen wir, dermaßen hohe Wertschöpfung haben, dass sie das System und das Level, das wir in Deutschland haben, überhaupt halten können. Und dann haben wir die ältere Bevölkerung, die immer größer wird. Dass die immer größer wird, sehen wir hier. Das heißt, das ist dieses Dunkel, ja, wie nennt man denn das? Petrol. Also das wird immer größer. Jetzt quasi die ältere Bevölkerung, die wird jetzt nochmal so einen Schub bekommen. Ja, quasi diesen Schub hier, der wird jetzt dann hier nochmal reinkommen. Und dann wird der Anteil noch größer. Also dann sind wir ungefähr wahrscheinlich bei 50% der Leute in Deutschland, die nur von der Rente leben wollen. Also sagen wir es sauber. So, jetzt schauen wir uns das mal in Italien an. Und ihr werdet feststellen, das schaut genauso aus. Das heißt, die gleichen Probleme in Italien, wir könnten jetzt wahrscheinlich hier auch Spanien oder andere Euro-Länder eingeben, dieses Problem haben die meisten. So, ich befinde mich ja gerade in Paraguay und das ist mega interessant, wie es hier ist. Hier schaut es ganz anders aus. So, wir haben hier das Jahr 2022 und so schaut die Alterspyramide bei den Paraguayern aus. Ja, und das ist etwas, was ganz anders ist. Das heißt, was hier jetzt zum Beispiel sichtbar ist, ist, dass der größte Teil der Bevölkerung unter 30 ist. Das hat natürlich mehrere Gründe, aber das liegt einfach auch dran, weil es hier normal ist, dass die Familie sehr hoch geschätzt ist und dass hier natürlich auch die Nachkommensanzahl wesentlich höher ist wie in Deutschland. Das heißt, die Reproduktionsrate ist in Deutschland unter 2. Das heißt, wenn ich Mann und Frau brauche für ein Kind, dann sollte ich mindestens über 2 haben, dass ich quasi eine stabile Pyramide habe oder eine stabile Entwicklung der Bevölkerung. Ja, auf jeden Fall konstante Bevölkerung. Die ist aber unter 2, das heißt, dass die Bevölkerung Schritt für Schritt schrumpft. In Paraguay ist die natürlich wesentlich über 2 und das erzeugt ein solches Bild. Dementsprechend können die Paraguayos es auch ihrer Bevölkerung erlauben, und jetzt bitte gut zuhören, dass du mit dem Gehalt in Rente gehen kannst, zu 100%, das du die letzten 5 Jahre im Schnitt hattest. Krass, oder? Das ist in diesem System auch finanziell überhaupt nicht verwunderlich und keine Meisterleistung, weil wir eine relativ hohe Anzahl an Jungen, auch in Paraguay sind es teilweise sehr, sehr gut ausgebildete Leute und wir befinden uns im Gegensatz zu Deutschland in einem Aufschwungland. Ja, also ich sage mal, natürlich hatte Paraguay in den letzten Jahren keinen Krieg, aber sie haben natürlich einiges aufzuholen im Vergleich zu richtig entwickelten Ländern, so wie es Deutschland natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen ist. Da gab es auch massiv viel zu entwickeln und sowohl die Deutschen als auch die Paraguayos hier haben eine Bevölkerung, die sehr, sehr fleißig ist, die auch hart arbeiten kann und will
Und das erzeugt eine Wirtschaft, die von starkem Wirtschaftswachstum geprägt ist. Und solange das hier weiter so geht, kann das auch in Paraguay so weiter funktionieren. Ja, schauen wir uns das in den Vereinigten Staaten an. Auch hier sehen wir gerade in den letzten 15 Jahren nimmt die Bevölkerung eher ab. Also die Geburten nehmen ab. Das habe ich jetzt einfach der Vollständigkeit halber, dass ihr mal die großen Staaten seht. Die Russische Föderation haben wir hier. Ja, hier muss ich ehrlich gestehen, hier bin ich nicht so sehr im Thema drin, um das alles jetzt explizit zu erklären. Aber einfach, dass ihr mal noch die großen Weltmächte seht, wie es da ausschaut. Ja, bei China schaut eher aus wie so ein chinesischer Tempel, aber Spaß beiseite. So, das heißt, wir kommen zurück zu Deutschland. So, jetzt gibt es meiner Meinung nach im bestehenden System nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir schaffen es, dass diese, ich sag mal, die Geburten in Deutschland massiv anziehen und diese neugeborenen Kinder in Deutschland in ein Beschäftigungsverhältnis kommen, wo sie überhaupt in der Lage dazu sind, dieses Gap, diese große Anzahl an Menschen irgendwann mal zu finanzieren. Und wir werden sehen, ist ja klar, es kann eigentlich nicht funktionieren, denn bis wir jetzt viele Geburten haben, bis die dann ausgebildet sind, bei unserem Schulsystem, bei unserem, ja, kann man gar nichts dazu sagen, bei unserem Ausbildungssystem, also kann das gar nicht funktionieren, weil bis die fertig sind, sind die wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt. So, und dann ist die nächste Frage, wer sind denn geburtenstarke Bevölkerungsgruppen in Deutschland? Das sind natürlich diejenigen, die in der Regel nicht in der Wertschöpfungskette ganz oben sind. Das sind natürlich zum großen Teil auch genau die Leute, die jetzt zum Beispiel aus Afghanistan, Irak und so weiter gekommen sind 2015. Ja, oder einfach auch, das ist einfach statistisch einfach so, dass in entwickelten Ländern, so wie auch in Deutschland, Italien und so weiter, gerade wenn die Leute gute Ausbildung haben, großen Wohlstand, die Geburtenrate eher zurückgeht. Ja. Das heißt, die Frage ist, selbst wenn wir viele Geburten hätten, ob diese Kinder mit ihrer Ausbildung, weil es ist leider in Deutschland ja so, dass nicht jeder die gleichen Ausbildungschancen hat, dann überhaupt fähig werden, diese Leute zu finanzieren. So, das heißt, die Lösung ist nur, geht nur, indem wir hier oben diese Menschen von ihren Rentenansprüchen befreien. Befreien ist jetzt ein nettes Wort, sondern ihnen diese Rentenansprüche berauben. Weil es kann einfach nicht finanziert werden. So, es gäbe noch eine Möglichkeit, nämlich, dass man es irgendwie schafft, dass diese Menschen, die da oben sind, zum großen Teil irgendwie, ja, irgendwie weg sind. Ja. Einfach mal überlegen. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Menschen, hoffen wir es, noch alle sehr, sehr alt werden, dann ist aber die bittere Realität, dass diese Menschen nicht finanziert werden können. Unmöglich. Und auch diese Menschen können vom Rentensystem nicht mehr finanziert werden. Und das heißt, es gibt nichts anderes wie eine Streichung des Guthabens, eine Streichung der Ansprüche. Und wir müssen uns dann fragen, was sich denn dann der Staat einfallen lässt. Und das bestärkt mich mal wieder, dieser Arbeitgeberpräsident, der hier wirklich ganz knallhart einfach das ausspricht, was wir seit 20, 30, 40 Jahren eigentlich wissen, dass wir Riesenprobleme vor uns haben. Und ich sage jetzt mal Folgendes, was der Staat wahrscheinlich machen wird, wenn es ihm zu bunt wird. Wenn der Staat wirklich sieht, er kann es nicht mehr bezahlen, dann wird Folgendes passieren. Der Staat meldet einfach Bankrott an. Und wer sagt, es geht nicht, stimmt nicht. Also Deutschland hat in der jüngeren Geschichte, also letzten 250 Jahre, glaube ich, 8-mal Insolvenz angemeldet. In Frankreich war es 16-mal. Seit der Zeit des Sonnenkönigs. Also es ist was ganz Normales, dass der Staat bankrott erklärt. Und das führt dazu, dass alle Ansprüche gegenüber dem Staat, von den Rentenansprüchen, aber auch von den Ansprüchen der Angestellten weg sind. Also wenn du Angestellter bist,
dann solltest du dir da wirklich überlegen, was denn das bedeutet aktuell. Was bedeutet es denn, wenn hier wir so eine Situation haben? Der Staat kann es nicht zahlen. Und wer soll es sonst zahlen? Und wenn es der Staat nicht zahlen kann, was wird er dann wohl machen? Der Staat wird immer das machen, was für ihn am einfachsten ist und einfach sagen, wir haben leider kein Geld mehr, wir können nichts machen, wir haben das Ding an die Wand gefahren und dann war es das. Ja, düstere Prognosen, aber dieses Video machen wir deshalb natürlich auch, um euch, ich sag mal, auch Mut zu machen, in die Verantwortung zu gehen. Denn ihr seht es ganz klar, der Staat tut nichts, er wird nichts tun, er hat gar kein Interesse, diese Wählerschicht zu enttäuschen. Irgendwann wird es halt einen Knall machen und sie wird enttäuscht. Ja? Enttäuschen kommt von Enttäuschung. Nur dann werden alle, die nicht gehandelt haben, leer dastehen. Das heißt, jetzt ist auch eine Möglichkeit, dein Geld zu schützen, deine Rente zu schützen, das, was du fürs Alter brauchst, zu schützen, raus aus toxischen Anlagen und rein in harte Werte. Harte Werte, die der Staat nicht einfach streichen kann, wie lustig ist, sondern die dir gehören, die niemand anderen gehören, wo du die Kontrolle hast. Und wenn du wissen willst, wie das geht, schau bei unserer Seite vorbei, wir geben dir kostenlose Informationen, wie du noch heute starten kannst, dein Geld sicher zu schützen, damit auch du im Alter, wie es zu den Vorgängergenerationen möglich war, einen schönen Lebensabend hast im Alter, auch wenn deine Rente möglicherweise erst 5, 10, 15 oder auch erst in 20 Jahren ist, dass du vorgesorgt hast. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao.